Heute male ich Hagebutten. Ich bin Künstlerin und habe mein Atelier in diesem ausgebauten Hühnerstall. Der steht auf einer alten Hofstelle hinterm letzten Dorfacker. Manchmal fühle ich mich wie Rotkäppchen, die durch den Wald läuft. Dann will ich Hagebutten am Wegesrand pflücken. Hier entsteht ein Bild mit drei großen Hagebuttenfrüchten. Ich lege die Hagebutten in Orange an. Dann kommen Zweige und Blätter dazu. Nach und nach wird das Bild immer lebendiger, Pinselstrich für Pinselstrich. Das Rot der Früchte wird immer kraftvoller und wirkt warm und einladend. Der Hintergrund, den ich gemalt habe, ist in einem sanften, kühlen Türkiston gehalten, um die Hagebutten besonders hervorzuheben. Diese Kombination der Farben aus Grün-Blau und Rot schafft einen angenehmen Kontrast, der das Bild harmonisch und gleichzeitig ausdrucksstark macht. Die Hagebutte ist die Frucht der Rose. Meistens benutzen wir das Wort Hagebutten nur für die Früchte der Wildrose. Die Wildrose wächst oft an Wegrändern und Hecken und trägt im Herbst ihre charakteristischen roten Früchte. Die Hagebutten sind Sammelnussfrüchte. Das bedeutet, dass sie viele kleine Nüsse im Inneren haben, die von rotem Fruchtfleisch umgeben sind. Diese Früchte sind eine wahre Vitaminbombe, reich an Vitamin C und Vitamin A. Kein Wunder also, dass sie für uns und auch für viele Tiere so wertvoll sind. Diese Aufnahme hier ist die Inspiration für mein nächstes Bild. Heute möchte ich diese Schönheit der Natur sowohl auf der Leinwand festhalten, als auch in der Küche verarbeiten. Noch ein Hagebuttenbild mit lebhaftem Hintergrund und die Hagebutten in einem tiefen Rot dargestellt, mit rosafarbenen Highlights, lebhaft und freudig. Einen kleinen Korb voll Hagebutten habe ich gesammelt. Ich halbiere sie und entferne die Kerne. Diese Kerne sind mit feinen Härchen bedeckt, die bei Hautkontakt Juckreiz hervorrufen. Das kennt ihr alle. Für die Verarbeitung zu Marmelade oder Tee sollten diese Nüsschen entfernt werden. Das ist sehr viel Arbeit. Nachdem die Hagebutten vorbereitet sind, koche ich daraus eine leckere Marmelade. Ich habe auch versucht, die Kerne einfach mit zu pürieren. Die Leute, die Hagebuttenpulver herstellen, trocknen die gesamten Hagebutten und pulverisieren sie später im Mixer. Das ist dann ihr Superfood. Da sind dann auch die Kerne dabei. Man kann die Kerne also essen. Trotzdem, ich finde, Hagebuttenmarmelade, die Kerne beinhaltet, kratzt immer etwas hinten im Hals. Ich habe das ausprobiert. Es kratzt sehr wenig, aber man sollte es wissen.
Die Herr Gebutte fasziniert mich so, dass ich schon eine ganze Reihe Bilder von ihr gemalt habe. Dies ist meine Huldigung an die Herr Gebutte. Es gibt unendliche Variationen, wie man die Hagebutte darstellen kann. Hagebuttenmalen macht so viel Freude, weil ich dieses tiefe Rot erleben kann, was sich gegen den Hintergrund abhebt. Das gefällt mir so total. Und die Hagebutte an sich gefällt mir. Hier male ich einen Zweig vor einem Wegesaum. Überhängend voll reifer roter Hagebutten. Die Hagebutte lässt sich immer wieder neu darstellen und ich liebe es, ihr tiefes Rot aufzutragen und durch einen kontrastreichen Hintergrund zum Strahlen zu bringen. Hagebutten sind besonders reich an Vitamin C und haben einen mild aromatischen Geschmack. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Und sie können das Immunsystem unterstützen. Natürlich besonders in der kalten Jahreszeit. Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Natur uns so viele Schätze schenkt, die wir auf so vielfältige Weise nutzen können. Einige der Hagebuttenschalen trockne ich. Ich habe sie auf meinem ausgehenden Ofen getrocknet. Das hat so ungefähr 3 Tage gedauert. Daraus kann man auch einen Tee aufgießen. Der wirkt leicht harntreibend und tut gut, besonders in der kalten Jahreszeit. Hagebuttentee ist reich an Vitamin C und unterstützt die Gesundheit auf natürliche Weise. Die getrockneten Schalen sind ein toller Beitrag für ein vitaminreiches Müsli. Ich kann sie auch einfach so essen, als kleinen Snack. Oder ich benutze sie für einen Kuchen, zum Beispiel wie sonst Rosinen. Für das nächste Bild möchte ich eine andere Atmosphäre einfangen. Die tiefroten Hagebutten hängen schwer am Strauch. Der Strauch ist schon blätterlos, nur die Hagebutten bleiben über. Das Jahr hat sich geneigt und die Farben der Umgebung werden immer kühler. Durch das Abendlicht erscheint der Baumstamm in schwarz-lila Tönen. Der Hintergrund ist weiß, mit wenig Farbeinschüttung. Ruhe kehrt ein, das Jahr neigt sich. Vielleicht liegt etwas Schnee in der Luft. Schöne, vorwinterliche Stimmung. Die Hagebutte ist so eine wundervolle Pflanze. Die Natur beschenkt uns reich mit der Hagebutte und dies ist meine Huldigung.
Die Hagebutte begleitet uns das ganze Jahr. Auf jedem Spaziergang können wir einige ihrer Sträucher entdecken. Hier zeige ich dir meine Hagebuttenbilder, die ich in diesem Video gemalt habe. Das erste von ihnen hat bereits ein anderes Zuhause gefunden. Jedes dieser Werke zeigt die Hagebutte auf seine eigene Art und Weise. Die Hagebutte ist eine wahre Wunderfrucht. Sie ist nicht nur schön anzusehen und eine tolle Inspiration für die Malerei oder für Deko, Gestecke und Kränze, sondern auch unglaublich vielseitig in der Küche und in der Heilkunde, ob als Marmelade, Tee oder einfach nur als Gemälde. Die Hagebutte bereichert unser Leben auf so viele Arten. Ich hoffe, du hast heute etwas Lust bekommen, kreativ zu werden oder Hagebutten zu verarbeiten. Probier ruhig mal eine auf deinem nächsten Spaziergang. Danke, dass du mich hier begleitet hast.